Ja, hallo, hier ist Eva. Es geht darum, wenn du gerade mal wieder das Gefühl hast, deine Sachen laufen, du bist wieder auf Kurs, es kommt wieder Bewegung in das, was dich erfüllt, was dir Freude macht. Und dann kommt ein Anruf von deiner Mutter. Und danach hast du das Gefühl, es ist alles zusammengekracht, du fühlst dich ausgelaugt, es macht plötzlich alles keinen Sinn mehr. So, und darüber möchte ich gerne sprechen, denn ich habe das gerade bei mir auch wieder wahrgenommen. Nach einem kurzen Telefonat, wo ich gemerkt habe, ich fange wieder an, mich zu rechtfertigen. Ich fange an, mich zu erklären. Ich fange an, Dinge zu beschönigen. Aus Angst heraus. Angst vor Missbilligung. Angst vor Vorträgen. Angst, mich wieder klein fühlen zu müssen. Und ich habe das nochmal näher beleuchtet. Dahinter ist das Thema Schuld. Es ist die Schuld, nicht das Leben zu führen, was meine Eltern mit ihren Vorstellungen von Glück, mit ihren Vorstellungen von Erfolg in Übereinstimmung bringen. Wo ich mein Leben vergeige. Und das ist etwas, was immer wieder auf dem Prüfstein steht. Und wo ich plötzlich ein kleines Kind wieder werde, was sich erklärt und so ein Puppentheater spielt, wo ich lächle und währenddessen mein Herz verschließe, mein Herz wegsperre. Und danach fühle ich mich wieder schlecht und frage mich, warum. Und dahinter ist eine Riesenwut. Aber wer ist schon gern wütend auf seine Eltern? Da ist diese Loyalität, aus der heraus wir immer unseren Eltern das Gefühl geben, dass sie tolle Kinder in die Welt gesetzt haben. Wo wir ein Leben führen, um unseren Eltern damit zu danken, das zu würdigen, was sie uns gegeben haben. Und das ist auf einer Seite auch richtig, aber nicht auf eine Art, wo du das, was du bist und wie du bist, immer wieder wegsperrst und versuchst, Vorstellungen zu entsprechen, Erwartungen zu entsprechen. Das ist nicht der Dank, so wie es gemeint war. Und trotzdem springen wir da immer wieder rein. Wir fühlen uns schlecht für das, was wir sind und wie wir sind. Und ich kenne auch Menschen, die leben ein Leben, so wie sie es ihre Eltern gewünscht haben. Die eine astreine, tolle Karriere hingelegt haben, wohlsituiert geheiratet haben, irgendeinen wohlverdienenden Mann oder eine wohlverdienende Partnerin geheiratet haben. Doch wenn es zum Gespräch mit ihren Eltern kommt, geht es ihnen genauso. Und das ist etwas, was damit zusammenhängt, dass dieses Thema Schuld einfach von Generation zu Generation weitergereicht wird. Und wir von Generation zu Generation, die meisten von uns oder viele von uns, immer wieder darauf reinfallen, den Weg der vermeintlichen Sicherheit zu gehen, der vermeintlichen Anerkennung, Abstrafung zu entrinnen, indem sie sich anpassen. André und ich, wir haben letztens einen schönen Spruch gelesen. Wenn du deine Freiheit zugunsten der Sicherheit eintauscht, wirst du beides verlieren. Du wirst die Freiheit verlieren und du wirst auch die Sicherheit verlieren. Weil es so nicht gemeint war. Wir haben alle so viel Angst vor Strafe, das ist etwas, was in unseren Zellen drin steckt. Und hinzu kommt, dass auch ich noch von dem Geld meiner Eltern lebe. Dass auch wir, diese Familie, André und ich, Mara und Emma Lalani, von meinen Eltern finanziell noch unterstützt werden. Und ich für mich auch immer noch einen Weg suche, dieses Geld in Liebe anzunehmen und mein Herz durch dieses Geld wirken zu lassen. Auch wenn das
sehr konträr ist zu dem, was meine Eltern möchten. Wo sie sich entspannt zurücklegen könnten und sagen, ja, unsere Tochter, die geht ihren Weg. Über die müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Und es ist sehr gut, wenn wir diese Wut in uns spüren, nach diesen Telefonaten, wenn wir die Wut über uns selbst spüren, dass wir uns wieder verraten haben, dass wir uns wieder angepasst haben. Ich sage es an dieser Stelle nochmal deutlich. Es ist kein Film, der die Eltern verurteilen soll. Es ist ein Film, dir selbst klarzumachen. Habe den Mut, zu dir zu stehen, zu dem, was du bist und was du machst. Habe den Mut, aufzuhören, dich selbst fertig zu machen für das, was du bist und was du machst. Sei du selbst, mit voller Kraft. Und diese Stimme in deinem Kopf, die auch unabhängig von deinen Eltern immer da ist, bei der kleinste Fehler dreimal so stark wiegt wie ein Erfolg, die immer weiter plappern wird, die dich immer fertig machen wird, weise ihr einfach ihre Schranken. Glaube an dich. Und folge deinem Stern. 2014, wir sind da. Und ich bete für Frieden zwischen Eltern und Kindern. Dass wir die Schuld, die unsere Eltern schon tragen, nicht weiter fortführen. Dass wir uns nicht anpassen und verbiegen. Dass wir auch aufhören, unseren Kindern Schuld einzupflanzen. Dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Für ihre Lebendigkeit, die in die tiefsten Schatten eindringt. Ich bete darum, dass wir alle die Kraft haben, uns selbst anzuschauen, unser Licht ins Dunkel scheinen zu lassen und niemanden mehr dafür verantwortlich zu machen als uns selbst, die hundertprozentige Verantwortung zu übernehmen für alles, was wir sind und für alles, was wir tun und für alles, was geschieht. Möge die Liebe scheinen in alles hinein.